Willkommen zurück in Skyblock 1.1. Willkommen zurück in Minecraft 1.4.7. Willkommen zurück bei Let's Play FK und mit dem Quecksilber-Mikrofon. Hallo! Wunderschön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich wieder auf meinem Inselchen hier und ja, freue mich, euch das ein bisschen zeigen zu können. Ja, ich werde es euch zeigen. Ja. Ja, zeigen werde ich euch erstmal, was ich bis jetzt schon geschafft habe. Da grinst mich schon wieder so ein missmütiger Kerl hier an. Ich glaube, die grinsen, wenn die leuchten. Ich glaube, die Leuchtedinger grinsen, wenn die Laterne verwurstet. Genau, die grinsen dann, ne? Kürbislaterne. Ich setze einfach mal eine hier hin. Nö, der guckt auch nicht freundlicher. Egal. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob der eigentlich noch als Laterne übrig bleibt. Ja, doch. Der wird nicht wieder zu einem normalen Kürbis. Gut zu wissen. Ja. Was wir erstmal gucken wollten, ist, dass die Musik wieder auf ihr normales Niveau zurückgeht. Und ja. Na, so. So wollte ich das haben. Ich sehe gerade, ist das eigentlich hier auch möglich? Hier kann man anscheinend noch gar keine Texturenpakete benutzen, jeder 147. Oder sehe ich der Testbus gerade nicht? Nee, das ist ja unter Optionen, ne? Ja. Da muss ich mal gucken. Das scheint wohl nicht zu gehen. Nun ja. Egal. Gucken wir erstmal nach dem Bäumchen hier. Und dann will ich ja mit euch zusammen mal gucken. Mal Revue passieren lassen, was wir denn alles schon Schickes gemacht haben. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, derweil. Damit die Blätter hier abbauen. Ich habe keine Lust, das jetzt mit der Hand zu machen. Ja, was haben wir denn alles Wunderschönes schon geschafft? Blenden wir mal die Liste ein und dann geht's ja auch schon los. Immer noch mit den ersten 6 Punkten, die wir schon längst geschafft haben. Wir haben den Bruchsteingenerator, wir haben den Cobblestone-Generator, wir haben ein Haus gebaut, wir haben die Insel erweitert. Ich habe eine Melonenfarm, ich habe eine Kürbisfarm, ich habe eine Zuckerrohrfarm. Ich habe neuerdings auch eine Weizenfarm, hier im Vordergrund des Bildes mehr oder minder zu erkennen. Ich habe auch ein Bettchen, ich habe die Stonebricks. Was ich auch mittlerweile habe, sind die Kürbislaternen. Und woran ich mich machen möchte, ist jetzt fertig zu kriegen, ist der kleine Teich. Gut, und all die anderen Sachen kann ich noch gar nicht machen. Mit dem Brot wird es jetzt langsam in die Richtung gehen, dass es möglich wird. Da werde ich auch schleunigst das Feld erweitern. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Guti, beenden wir den Spaß wieder und wenden uns dem Bäumchen zu, das seine ganzen Blätter abbaut, ohne dass da was spawnt. Was ist denn das neuerdings? Das hatte ich jetzt neulich schon mal. Ein Baum, wo echt alle Blätter. Da ist ein Apfel gespawnt. Also, ja, irgendwie alle Blätter hatte ich dann nachher weggehauen und keinen einzigen Setzling. Wenigstens ein magerer Ausbeuter. Achso, den brauche ich ja gleich. Jo, habe ich eigentlich die Hacke noch in der Hand? Nee, habe ich nicht. Setzen wir da mal wieder ein Bäumchen hin. Gut. Hacke, 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 hier. Hacke, Hacke, Kuchen. Nein. Sind die eigentlich schon reif? Ich bin gerade total unsicher. Ja. Ist reif. Oh, 3 Körner sogar dafür. Cool.
Da krieg ich nur einen Körner dafür. Wenn ich die haue, springen die Körner wieder raus. Gut. Jo. Hopst noch mal ein bisschen drauf rum, dass die Erde wieder normal wird. Und dann mache ich mal hier was und pflanze hier nur einen hin. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Weil das müsste ja mit dem Wasser, das müsste ja alles dicke reichen, ne? Gut. Ich habe Weizen geerntet. Weizen, sag mal, ist Weizen ernten eigentlich? Nee, da ist nur die Weizenfarm drin. Weizen ernten ist kein einzelner Punkt in der Liste. Gut, packen wir ihn weg. Und haben Weizen und freuen uns und freuen uns und freuen uns. Ehrlich gesagt, ich glaube, diese Zeile ist einfach zu lang. Was soll ich damit, oder? Ach, schad ja auch nicht. Schad ja auch nicht, ich habe ja eh noch davon. Und kriege noch und nöcher. Gut. Die kleinen Kerlchen habe ich. Den kleinen Kerlchen habe ich auch. Den Spitzhackerichter. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Dich, Kollegen, brauche ich jetzt nicht. Euch auch nicht. Äpfelchen kann ich schaden. Ja, ich will ja nichts mehr essen. Jetzt eingeschnappt. Ach, lassen wir gleich draußen. Die Hacke kann gleich draußen bleiben. Da haben wir noch eine neue Spitzhacke. Und jetzt gehe ich mal gucken, wie es um die Steinchen bestellt ist. Hier unten im Vorrat. Da habe ich nur noch ganz wenige. Das heißt, es wird euch wohl nicht erspart bleiben, dass ich hier ein bisschen zu hacken beginne. Jo. Kann man sich ja... Ja, weiß ich nicht. So ein bisschen meditativ irgendwie. Was ich festgestellt habe, dass es für mich sehr irritierend ist, wenn ich ein Let's Play gucke, dass jemand anders halt spielt, oder wenn ich ein Let's Play spiele, weil... Ah! Scheiße! Das kann gefährlich sein. Eben irgendeinen Stein rausgehauen. Okay. Notfallmaßnahmen einleiten. Ja. Alles wegtun. Nein, du bleibst da. Eimerchen nehmen. Eimerchen wegtun. Und dann gucken, wo die blöde Lava nochmal war. Die ist dahinter. Was mache ich nicht von hier unten? Also, über Eck, ein Vorwärts, zwei Vorwärts. Gut, die Ecke, ein Vorwärts, zweiten Vorwärts. Scheiße, das ist hier noch hier drunter. Hä? Nee. Da ist er. Gut. Lava einsammeln. Dann müssen wir reparieren. Wenn es die Lava entgegenkommt, dann werde ich mich freuen. Juhuhuhu. Ja. Wieso ist doch alles in Ordnung? Was soll denn das jetzt hier? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein, oder? Das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein.
Und wieso lag hier eine Fackel auf dem Boden? Irgendwie komme ich da gerade nicht mit klar. Ah, weil die Wasser geflossen war. Ja. Ja, klar. Weil hier Wasser geflossen war. Gut, alles gut, alles in Ordnung. Können wir die Lava wieder reintun. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt... Moment, hier, wo sind denn die Steine? Die sind ja unten drin, die besonderen. Ich werde jetzt dort andere Steine setzen. Und zwar... Tue ich jetzt erstmal die Lava wieder rein. Und zwar, wo muss die rein? Die muss auf diese Höhe, ja. Da tue ich jetzt diese anderen Steine drüber und weiß immer, wo ich aufkloppen muss, um an die Lava ranzukommen. Gut. Mr. Lava Lava. Eimer. Eimer wegtun. Ja, Eimer. Das ist ja hier das weiß ich nicht, das heiligste Item in diesem Spiel. Das ist ja auf... Wenn der Eimer weg ist, dann kann man gleich einpacken. Das ist auch so eine kleine Sorge von mir, dass ich, jetzt, nachdem ich schon so viel geschafft habe, irgendwas Wichtiges verliere und, dann quasi nochmal von Null anfangen kann. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber so ist das Spiel gestaltet. Da muss man von Null wieder anfangen. Also, wenn man gibt auf. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich weiß auch, ich werde mir etwas vorbereiten, sodass ich Wasser ohne Eimer transportieren kann. Obwohl, das geht ja gar nicht. Ah, das geht ja gar nicht. Scheibenkleister. Oder? Gibt es eine Möglichkeit, Eisblöcke abzubauen, ohne... Auf jeden Fall gäbe es Möglichkeiten, Wasser zu Eis werden zu lassen, an der Stelle, wo es sein soll. Also meine Idee war gerade, ich lasse einfach mal ein paar Eimer Wasser einfrieren, dann mache ich dann werden die zu Eisblöcken und dann nehme ich die zu transportieren. Habe aber nicht bedacht, dass man die ja abbauen muss vorher und die dabei nicht kaputt gehen dürfen. Und bei jedem Abbau von Eisblöcken ohne irgendwie, ich weiß gar nicht, verzaubertes Werkzeug wahrscheinlich, gehen die ja kaputt. So. Mal gucken, ob wieder irgendwelche daneben gefallen sind. Dann werde ich oben im Brunnen wahrscheinlich wieder welche finden. Und es schneit mal wieder. Wunderhübsch. Wunderhübsch, wunderschön. Ich erinnere mich noch, wie, sag ich mal, wie ein Kumpel mir das erste Mal Minecraft gezeigt hat und ich mir dachte, was ist denn das? Das ist eine Welt aus lauter hässlichen Klötzen? Und dann hast du so ein Mannequin mit eckigen Armen, das da irgendwie die Klötze weghaut. Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Wer spielt denn sowas? Und das soll das berühmte Spiel Minecraft sein. Aber, tja, da wurde ich eines Besseren belehrt. Das Spiel doch endlos cool ist. Der hatte mir nämlich seine Welt gezeigt, die er aus Minecraft-Klötzen gebaut hatte. Und das war, das sagt mir irgendwie gar nichts zuerst. Das war so ein großes Haus mit irgendwie
offenbar etwas, was Glas darstellen sollte, aber hässlich aussah. Halt pixelig. Und ja, und dann irgendwie hat er mir gezeigt, da habe ich eine Mine gegraben und die geht so tief in den Keller rein und keine Ahnung. Das habe ich erst überhaupt nicht begriffen. Aber was ich sofort faszinierend fand, ist der Gedanke, dass man in diesem Spiel alles machen kann mit diesen Klötzen. Dass im Prinzip lediglich die, ich nenne es jetzt mal, Atome dieser Welt vorgegeben sind. Also diese kleinsten Bausteine, nämlich die Klötze, die ja, um ganz ehrlich zu sein, noch nicht mal die kleinsten Bausteine sind, weil man, es gibt ja auch Halbklötze. Nee. Jo. Das fand ich schon sehr faszinierend und das ist ja auch das, was sie nachher gepackt hat. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir eigentlich erst später wieder aufgefallen, dass die Situation eingefallen, wollte ich sagen. Da habe ich überhaupt eine ganze Weile gar nicht mehr dran gedacht. Das war irgendwie in der Versenkung verschwunden, diese Erinnerung an dass er mir das Spiel da gezeigt hatte. Und erst vor gar nicht allzu langer Zeit ist mir das wieder eingefallen, dass ich ja längst bevor ich Minecraft gespielt hatte, das schon mal beim Wickel hatte, in gewisser Weise, das Spiel. Ach nee, jetzt muss ich hier wieder die ganzen Blätter wegkloppen. Den Schnee auch mit wegkloppen, aber das geht ja nur nicht anders, ne? Ja. Das geht gar nicht anders. Ja, so ist das doch schön. Und so kriegen wir schön viel Schnee zusammen, den wir in Klötzen zu Gefrierbällen lagern können. Wunderbar. So, da haben wir noch einen Schaufel. Ja, das ist der Schaufel. Der Schaufel. Und der Schaufel heißt Herbert. Kommst du woher? Oh, ist das schön. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Geht nicht, natürlich. Jupp. Na, dann gucken wir mal, was wir noch zusammenkriegen hier an Schnee. Hätte ich wohl doch mehr ganze Steine lassen sollen. Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht ändern, leider. Nein, das kann ich nicht ändern.
das sollte ich ändern. Oh, und die Erde wegbuddeln. Was falle ich hier runter? Nächste Schaufel. Gut. Tjup, tjup. Tjup, tjup, tjup. Tjup. Wenn ich die mal wegbuddeln, müsste ja eigentlich die Schneeausbeute erhöhen, weil das ja immer über Zufallsgeneratoren geht. Diese lieben kleinen Zufallsgeneratoren, die gucken ja immer, die reagieren ja quasi auf die Anzahl der Blöcke, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und je mehr Blöcke zur Verfügung stehen, desto öfter müsste es eigentlich klappen, dass Schnee liegen bleibt. Hinter meinem Rücken spawnt da schon wieder so ein Kram, ja. Yeah. Ach, und ich komme und komme nicht dazu, den blöden See zu machen. Ha. Krass. Und jetzt mit den ganzen Schneeblöcken in der Hand runterfallen. Uah. Das wäre fies. Jo, ich guck mal, da kann ich doch wieder was Neues bauen. Ja. Na komm schon. So eine Frechheit, das spawnt doch direkt unter mir Schnee. Wie hoch ist denn der Schnee eigentlich? Der ist 2 Pixel hoch. Hm? 2 Pixel ist der hoch. Und das ist auch gut so und schön so und so weiter und so fort. Das heißt, ein Achtelblock. Ich hatte irgendwann mal ausprobiert, dass es wohl 8 Schichten Schnee übereinander braucht, um einen Block voll zu haben. Kann man natürlich auch gleich direkt einen Schneeblock setzen, der nur aus 4 Schneebällen besteht und hat dann eine bessere Ausbeute. Aber dadurch kann man Schrägen modellieren. Mit Schnee. Oh, dummer Baum. Weg mit dir. Mann. Nimmst du meine schöne Schneefläche weg? Oh nein, es hört auf zu schneien. Da haben wir noch einen. Kollegen. Da haben wir noch einen Kollegen. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Zahl am Ende durch 4 teilbar ist. Oder ob da wieder was übrig bleibt. Ja, wird was übrig bleiben. Ich sehe schon. 4, 16 und ein 10er. Ich glaube, also spontan geschätzt, ich glaube, es müssen 2 übrig bleiben, weil ja 8 dann. Ja. Genau, 2 bleiben übrig. Jo, halb so wild. Hallo, kannst du mal herkommen, bitte, du Schwebedings da?
Irgendwie niedlich, aber warum gehen die nicht, warum ploppen die nicht zu meiner Figur ran? Hm. Sehr seltsam. Gut. Das sieht leider so aus, als sei dieser Part schon rum. Ja, richtig. Wir haben es schon leicht Überlänge. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal Schluss. Diesen Videopart und wir sehen uns dann im nächsten Videopart. Und hoffentlich schaffe ich es endlich, mich an diesen See ranzumachen. Langsam nervt mich das, wie was da ständig hier dazwischen kommt. Ich habe, also meine Insel ist irgendwie schon so groß. Jetzt hat er es aufgenommen. Der Heini. Ha! Ja, meine Insel ist ja schon langsam so groß, da passiert ja andauernd was. Und wenn da nicht irgendwie hier Bäume groß spawnen, dann ist es halt, dass es schneit und man ewig rumrennt, um den Schnee einzusammeln. Das ist schon krass irgendwie. Ja, dann haben wir erstmal das. Und dann tue ich den Spaß hier noch weg. Und hiervon kann ich auch was wegtun. Wenn ich die noch hoch tue, dann wären wir bei 64. Das wollte ich eigentlich in der Hand behalten. Gut. Ach so. Die Kürbisse und die Holzstücken, die müssen noch weg. Guti. Damit würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal fertig. Und verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst natürlich einen Daumen hoch da. Das ist ganz wichtig. Bitte Daumen hoch drücken. Wir wissen sonst gar nicht Bescheid. Und jo. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Euer Quecksilber. Ciao.